Wir sind in Saarbrücken, hier ist Johannes Gressung. Guten Tag, Herr Gressung. Guten Abend. Bei Leica gibt es ab und zu mal Produkte, die viel, viel öfter verkauft werden als andere. Darunter gehört die Leica Q, ein Produkt, was zum 100-jährigen rauskam bei Leica. Was ist das für eine Kamera? Die Kamera hat ein fest eingebautes Objektiv, hat aber einen Vollformatsensor und das Objektiv ist optimal auf die Kamera abgestimmt. Ich habe einen 28 mm Weitwinkel mit einer extremen Lichtstärke von 1,7. Das ist also ein Zoomilux-Objektiv in einer wirklich bestechenden Qualität. Okay, das heißt auch keine Randverzerrung? Nein, gar nichts. Keine Aberrationen oder geringe? Sowas kennt man bei dem Produkt nicht. Das gilt so als der Star unter den Leica-Kameras im Moment. Die Bildqualität ist sensationell. Sie ist für Leica-Geräte relativ kompakt? Weil das Objektiv eben fest eingebaut ist. Dadurch konnte man eine Vollformatkamera bauen, die immer noch kompakt in der Hand liegt, die man sehr gut halten kann. Der Fokus ist manuell? Der Fokus mit Autofokus. Mit Autofokus? Ja. Okay, wie praktisch der Systemkamera, die wir eben gesehen haben. Genau, ich habe also das klassische Leica, um manuell scharf zu stellen, habe aber hier die Einstellung direkt auf Autofokus. Auch die Blende, entweder manuelle Blende oder eben vollautomatisch. War das eine Geschichte, wo Leica gesagt hat, das können wir einfach nicht mehr, dem Trend können wir uns nicht mehr entziehen, dem Autofokus-Trend? Sagen wir so, Leica hat hiermit erreicht, dass eben auch jüngere Kunden oder Kunden, die sagen, okay, ich habe Probleme im Scharfstellen, jetzt eine Möglichkeit haben, auch in diese Qualitätsstufe überhaupt einzusteigen. Das war ja vorher unmöglich. Für wen ist so eine Kamera? Diese Kamera ist im Prinzip für jeden, der auf höchstem Niveau Fotos machen möchte. Darum geht es. Bitte mal drehen. Ja. Ein extrem hochauflösender Sucher mit 3,7 Millionen Pixel. Die Kamera selbst hat 24 Millionen Pixel. Damit also auch Vergrößerungen in jeder beliebigen Größe machbar. Zubehör? Zubehör, es gibt alles dazu. Es gibt Originaltaschen dazu. Es gibt entsprechende Griffe dazu. Man kann sie in ein Holster direkt reinstecken. Also es gibt ein sehr umfangreiches Zubehör. Die Kamera ist damit im Prinzip, so ist sie komplett, aber mit dem Zubehör kann man die Kamera sich noch ein bisschen individualisieren. 28 mm, wir haben ja Vollformat, das heißt, das sind echte 28 mm. Korrekt. Das ist ja wahrscheinlich optimal für Streetfotografie. Korrekt. Für Personen, für ich bin draußen. Ist das so das Einsatzfeld? Richtig. Ich kann die Kamera aber zusätzlich auch noch umstellen auf andere Brennweiten. Dann arbeitest du mit einem kleinen Ausschnitt. Und ich habe trotzdem aufgrund eben dieser hohen Qualität immer noch eine Spitzenleistung. Auflösung nochmal, Sensor? 24 Millionen Pixel. 24 Millionen Pixel. Ja. Ja, zuletzt das gute Stück. Man muss ja erstmal investieren, bevor man es benutzen kann. Wo liege ich da? Ein klein wenig sollte man schon sparen. Die Kamera liegt bei 4.000 Euro etwa. 4.000 Euro. Ist vorrätig bei Ihnen? Ist selbstverständlich vorrätig. Prima. Ja. Wo findet man sie? In der Discounter-Passage in Saarbrücken. Prima. Öffnungszeiten noch kurz? Öffnungszeiten haben wir von 9.30 Uhr bis 19 Uhr täglich und samstags bis 17 Uhr. Letzte Frage, Garantie. Wie ist die Gewährleistung? Die Garantie bei Leica ist generell 3 Jahre und Leica liefert automatisch auch noch ein sehr umfangreiches Softwarepaket dazu. Vielen, vielen Dank. Gerne.